Hey Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zu einem Haul. Ich habe euch das ja schon in den letzten Vlogs erzählt, dass ich ganz, ganz viele Sachen geshoppt habe. Und ihr habt auch schon kleine Sneak Peeks bekommen. Aber ich dachte mir, ich zeige euch heute alles in diesem Haul. Und ja, falls euch interessiert, was ich geshoppt habe, dann keep on watching. Und zwar hat eine Freundin von mir mir diese Lippenmaske empfohlen. Und ich liebe die. Ich trage die auch gerade drauf. Und es ist einfach so ein nices Gefühl. Ja. Das ist auf jeden Fall die Lippenmaske. Wie gesagt, ich trage die auch gerade. Und die gibt einem einfach so richtig juicy Lips. Die habe ich mir, by the way, bei Amazon bestellt. Genauso wie diese Zughilfen. To be honest, ich habe die noch gar nicht ausgepackt. Können wir jetzt mal zusammen schauen. Weil ich brauchte die fürs Fitnessstudio. Ich will so ein bisschen mein Gym-Game ein bisschen upsteppen. Die man hier mit so einem Klettverschluss am Handgelenk zumachen kann. Und dann dreht man das um die Langhantel oder Kurzhantel, whatever. Ja, und dann kann man das besser festhalten, weil ich persönlich habe richtig wenig Griffkraft und auch richtig wenig Kraft in meinen Armen. Aber da fällt mehr in meinen Legs und in meinem Booty und deswegen brauchte ich die, weil ich halt das Gewicht, womit ich meinen Po und meine Beine trainiere, oft nicht festhalten kann mit meinen Händen. Ja, genau. Und deswegen habe ich mir die bestellt. Die sind von Fitgriff. I don't freaking know. Schreibe ich aber sowieso alles nochmal in die Infobox. Und dann habe ich mir noch eine Sache geholt. Und zwar ist es ja momentan voll so ein Ding, so Amazon Storefronts zu haben, bei TikTok gefühlt. Und da war unter anderem das dabei, bei dem von Adorable Caro. Und ich musste mir das holen, weil ich dachte mir, ich mache vielleicht irgendwann mal süße Bilder. Und ich habe das ehrlich gesagt noch nicht verwendet. Wir können das mal zusammen aufmachen. Deswegen kein Plan, ob das gut ist. Die Maus hat gesagt, das ist gut und ich dachte, hinter kaufe ich mir. Ach mein Gott, ist das cute. Dann habe ich mir noch eine Sache bei Amazon bestellt und zwar eine Skihose, weil Leute, ich fahre in den Skiurlaub und ich freue mich so unnormal. Ich war, glaube ich, seit 5 Jahren oder so nicht mehr im Skiurlaub und ich freue mich so sehr drauf. Ich liebe Skifahren. Aber halt, als ich das letzte Mal war, war ich lowkey 15 und meine Sachen haben mir obviously nicht gepasst. Deswegen musste ich mir eine neue Skihose holen. Ich wollte eigentlich eine haben, die so richtig eng sitzt. Kennt ihr die so? You know, ich dachte vielleicht mal ein paar süße Instagram-Bilder. Aber so eng ist die leider nicht. Aber ich zeige sie euch einfach mal. Ich verlinke es euch einfach in der Infobox, weil ich habe gar keinen Plan von, was so eine Marke die ist. Auf jeden Fall habe ich die in der Größe 34-29 oder so. I don't freaking know. That's what she's looking like. Und ich ziehe sie jetzt an für euch. Und dann schauen wir, was wird. Das ist die Maus. Ich dachte halt, wie gesagt, dass die ein bisschen enger ist. Aber eigentlich ist das schon in Ordnung so. Ja, that's what she's looking like. Die sitzt eigentlich ganz gut, finde ich. Ein bisschen kurz, der Spaß. Das ist nicht so schlimm. Und dann zeige ich euch noch was. Ich habe euch das eigentlich schon im letzten Vlog gezeigt. Aber sie muss auf jeden Fall mit da rein, weil ich liebe diese Tasche. Und ich habe sie mir halt auch lately geshoppt. Na, so ein Ding. Auf jeden Fall ist das diese US Polo Essen Tasche. Die gibt es momentan, gibt einfach US Polo Essen ein. Die gibt es momentan überall. Ich glaube, ich habe die bei Peek und Kloppenburg oder so bestellt. Ich habe das Gefühl, die werden komplett aus dem Sortiment genommen, weil die sind auch momentan alle runtergesetzt. Und ich wollte eigentlich eine etwas größere beige haben. Jetzt habe ich eine kleine schwarze. Ab und zu gehe ich mal auf die ASOS-Seite und shoppe da ein bisschen. Ich liebe irgendwie ASOS. Ich weiß nicht, ich finde es einfach ein Vibe. Und ich zeige euch jetzt mal die Sachen ganz kurz, die ich da geshoppt habe. Und zwar habe ich mir einmal so ein entspanntes Oberteil geholt. Ich dachte mir, das ist es zum Chillen zu Hause. Das von Bershka Loki in der Größe S. Das hat so ein geripptes Material. Und ich würde da jetzt persönlich einfach kein BH drunter anziehen, weil es ist irgendwie auch, Leute, ich würde es eh, glaube ich, eher nur so zum Chillen zu Hause anziehen oder so. Und ich zeige euch jetzt, wie es aussieht. Also es ist jetzt vielleicht nicht für jeden was, aber ich dachte so, um zu Hause zu chillen, finde ich das eigentlich very cute und very entspannt. Und ich finde es auch irgendwie ein Vibe, ich sage euch das. Man kann ja auch safe ein BH drunter anziehen, so ist es jetzt nicht. Dann als nächstes habe ich diese Marke Collusion, heißt sie so, gefunden bei ASOS. Und ich fand, die hatten so coole Sachen. Look at this Hoodie. Hoodie eher. Ja, ich finde den unnormal nice. Das Ding ist, ich trage halt irgendwie nicht so gerne Rollkragen. Ich zeige euch das mal, weil ich finde, der ist trotzdem ein Vibe. Ich finde den richtig, richtig nice. Leute, was sagt ihr? Also so sieht der Pulli angezogen aus. Ich finde den wirklich richtig cool. Und vor allem, ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich den von hinten sogar noch cooler.
I don't know. Ich finde einfach, der sieht cool aus. Was sagt ihr? Es ist mal was komplett anderes, oder? Dann, Leute, was natürlich nicht fehlen kann, es ist gerade übrigens, wo ich dieses Video filme, Valentinstag, habe ich mir was bei Launch bestellt. Und zwar habe ich euch das, glaube ich, auch schon in einem Vlog erzählt. Ich habe mir so ein Valentine's Day Set bestellt. And I love it. Es ist so schön, die Qualität ist unnormal gut. Ich werde das jetzt nicht vor der Kamera anziehen, ich sage euch das jetzt schon mal. Aber ich werde euch das zeigen, wie das aussieht, weil die Qualität ist wirklich krass. Auf jeden Fall sieht es so aus, die Qualität ist wirklich unnormal gut. Und was ich richtig gut finde, man sieht die Nippel nicht dadurch, weil das halt hier alles so gemischt ist. Und wahrscheinlich auch liegt es an der Farbe, weil das halt so ein bisschen rötlich ist. Es ist rot, das ist ja klar. Also das ist das Oberteil. Das Ding ist, ich hatte ein bisschen Angst, dass es die Brüste so klein macht. Weil ich finde, das ist so eine BH-Form, die die Boobs klein macht. Wisst ihr, was ich meine? Weil es nicht so hoch geht, sondern eher so ist. Finde ich aber nicht unbedingt bei dem BH. Also könnte für mich ein bisschen mehr so geschnitten sein, was ein bisschen morschmeichelnd ist. Aber ich finde den trotzdem unnormal schön. Und mit diesen ganzen kleinen Details und so, da hat man mich doch mit. Und dann, was das Spannende ist, das ist halt so ein Set. Und da sind halt auch so Strapsen und so. Ah, ihr wisst doch Bescheid. Auf jeden Fall, das ist erstmal die Unterhose. Ich finde, die Unterhose ist gut geschnitten. Ich finde leider, dass bei Launch finde ich die Unterhosen nie so mega nice geschnitten für den Po. Aber ja, Leute, was soll man sagen? Die Details sind wieder krank. Sieht einfach unnormal schön aus. Ich trage übrigens das Oberteil in der Größe 75C und das Unterteil in XS, genauso wie das, was dazu kommt. Strapsending dazu. Und dann kann man das hier unten einfach so an den Beinen festmachen. Das finde ich auch grandios so. Das finde ich richtig toll. Dann habe ich mir eine Sportleggings bestellt bei NVGTN. Ich weiß leider wirklich nicht, wie man das ausspricht. Ja, diese. Ich habe die immer in der Größe S. Ich habe schon mal eine bestellt in Pink. Und jetzt gab es die in Grau. Die sind wirklich ganz, ganz oft ausverkauft. Aber ich glaube, jetzt sind neue Modelle rausgekommen. Jetzt sind die alten Modelle nicht mehr ganz so schnell ausverkauft. Ihr wisst. Ja, ich hatte die auch gestern beim Training an. Ich finde die super. Und ich zeige euch jetzt, wie die aussieht. Also, so sieht die aus. Ich finde die wirklich unnormal nice. Die sitzt von oben gut. Ich mag diese Kontur hier richtig gerne, weil ich habe jetzt nicht die größten Hips, aber ich habe das Gefühl, das tut ein bisschen was dafür. Dann, Leute, ich werde an Karneval Teufel unter anderem. Und dafür habe ich mir ein richtig nice Kleid bestellt bei Opoly. Das hat hier so Cutouts. Und das hat Loki, ich weiß nicht von was das runtergesetzt war, aber es ist auf jeden Fall auf 14,95 € oder 15 Euro, das ist ja ungefähr dasselbe, runtergesetzt worden. Und I was like, ich brauche das. Ich brauche das auf jeden Fall. Und ich zeige euch auch jetzt, warum ich das brauche, weil das sieht wirklich unnormal nice aus. Das ist das Kleid. Ich liebe es einfach. Ich finde es ganz, ganz toll. Also es ist ein ganz dicker Stoff, sieht man nichts durch. Ich bestelle bei Opoly die Kleider immer in einer Größe UK6. Dementsprechend ist das auch eine UK6. Ja, und es passt ganz wundervoll. So sieht's aus. Ja, Mann. Mein Gott, kannst du nichts sagen. So ein Ding. Und dann habe ich mir noch eine letzte Sache bestellt. Und zwar so ein Oberteil, auch für ein Karnevalskostüm, weil ich eventuell Chupa-Chups werde. What else? Ja, und ich finde das aber auch so eigentlich voll süß für den Sommer. Vor allem, wenn man so braun ist. Und mal Farbe tragen will und nicht immer nur schwarz, ne? Auf jeden Fall ist es von Stradivarius in der Größe XS und das probiere ich jetzt noch für euch an. Und das ist mein Last Item. Und zwar ist das das Oberteil. Ja, ich finde den Ausschnitt, finde ich grandios. Ich finde das Sitz super, ich finde die Farbe ganz toll. Ja, and that's basically it, Leute. Das war es auch mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Schäumchen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Küsschen!